So, hinter der Echo-Bühne mit Chris Heidi. Gute. Wir sind zwei Minuten vor Take-Off oder so, irgendwie in der Art. Ja, ungefähr, ja. Ja. Das heißt, jetzt kommt schon gleich die Ansage, seid ihr heiß? Auf jeden Fall. Mega. Wir haben jetzt halt nicht so viel Zeit, irgendwie so viel zu bebabbeln, irgendwie, ne? Aber gib mal ein kurzes Feedback so von dem Morgen jetzt. War auf jeden Fall früh. Früh heute Morgen auch los. Oh ja. Ja, bisschen müde, aber das früh. Wetter ist nice. Es war es auf jeden Fall wert, wir freuen uns. Ja, Mann. Ja, aufzustehen war es wert. Auf jeden Fall. Ja. Lange. Bei dem Wetter, bei dem Festival. Ja, Mann. Ist ganz nice. Ja, ist doch cool. Und was geht so ab die nächste Zeit jetzt? Ja, wir haben jetzt gerade ein Akustikvideo rausgehauen. Wir holen uns ein nächstes Musikvideo raus zu unserer Single Die the Tides. Stay tuned. Bloppt jetzt oben übrigens auf, das könnt ihr euch mal angucken. Die Nummer kommt. Und ja, dann folgen weitere Videos und dann noch ein paar Festivalsachen hoffentlich. Ja. Und man wird sehen, man wird sehen. Gut dabei so. Gut dabei, immer gut dabei. Ah, super. Dann wollte ich euch nochmal fragen, in welcher Größenordnung befindet sich momentan euer Slot und überhaupt allgemein auf Schlosskramfest zu spielen? Was ist so eure Meinung dazu? Sag mal so. Ja, Echo-Bühne ist super nice halt, ne? Die zweitgrößte Bühne, also kann man absolut nichts sagen, ja? Wir eröffnen, das ist irgendwie auch ziemlich geil so, finde ich so, vom Eindruck aus, macht Spaß so. Und man hat halt auch Zeit, in Ruhe aufzubauen und so, man hat nicht diesen Umbaustress. Genau. Super nice. Als erste Band. Ja, Mann. Und richtiger Soundcheck und nicht nur ein Linecheck. Ja, das ist halt auf jeden Fall schon mal richtig chillig. Ja, Mann. Ja, cool, dann würde ich sagen, wir schauen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen viel Musik von euch an, weil dieses Jahr, das ist das erste Video jetzt, was kommt, allgemein von der Band. Mal gucken, ob wir nachher nochmal Zeit haben, ein bisschen zu babbeln. Aber wir schauen uns das auf jeden Fall erstmal so ein bisschen an, was ihr musikalisch so robbt jetzt da oben. Deswegen, das letzte Wort gehört euch und dann gehen wir zur Mucke. Genau. Letztes Wort gehört uns, dann würde ich sagen, viel Spaß. Viel Spaß. Praying it will buy. Call it off, call it sin, call it emptiness.